Ihr Lieben, ich melde mich jetzt einfach mal mit einem sogenannten Voice-Over, also Stimme über Bild bei euch, weil ich einfach die Bilder erst wirken lassen wollte. Miss Saigon habe ich noch nicht gesehen, das ist im Dezember dran, da freue ich mich sehr drauf. Und hier seht ihr mich, wie ich praktisch vom Flugzeug kurz ins Hotel und direkt durch Wien laufe, zur wunderschönen Volksoper hin. Da ist sie auch schon. Mein erster Besuch in der Volksoper, ich konnte es kaum erwarten. Und jetzt kommt doch einfach mal rein mit mir. Viel Freude, genießt die Atmosphäre. Gerade erst wieder in Deutschland angekommen, praktisch frisch aus dem Flieger gestiegen, gibt es für euch jetzt den ersten Eindruck der ersten Show, die ich in Wien besuchen durfte. Es folgen zwei weitere Wien-Vlogs innerhalb der nächsten Wochen mit vielen prominenten, illustren Gästen. Freut euch drauf, dazu im Anschluss mehr. Ich persönlich gehe ja total gerne sehr unbeleckt in Shows, also unwissend der Dinge, die da auf mich zukommen werden, so auch bei Roxy und ihr Wunderteam. Und wer hätte gedacht, dass dies mein erstes Fußball-Musical, beziehungsweise in dem Fall Fußball-Operette sein wird, nachdem ich das Wunder von Bern leider bis heute verpasst habe und auch Andrew Lloyd Webbers Fußball-Musical The Beautiful Game bis heute nicht gesehen habe. Roxy ist eine herrlich altmodische Operette von Paul Abraham, die 1936 erst ihre ungarische Premiere hatte, dann 1937 am Theater an der Wien gespielt wurde, also jetzt praktisch in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Und es gibt sogar einen Film von 1938, den ich auch nicht gesehen habe. Bedeutet hier also altmodisch auch altbacken und etwas dröge? Nein, ganz im Gegenteil, denn Regisseur Andreas Gergen erzählt die Geschichte ganz modern, beziehungsweise natürlich belässt er alles in ihrer Zeit. Es ist immer noch die altmodische Operette, aber er nutzt ganz moderne Bühnenmittel, um das strahlend hell, ganz frisch, ganz jung zu erzählen. Und das ist richtig toll. Es gibt also hierbei keine Hirnfürze, es wurde nicht großartig verändert, nicht in eine andere Zeit transportiert. Es spielt immer noch damals, aber er benutzt eben heutige Stilmittel und dazu komme ich jetzt. Der Star der Show ist für mich erstmal die Bühne. Da wird modernstes Licht, modernste Videotechnik, modernstes Mapping benutzt. Was ist Mapping? Ihr erinnert euch bestimmt an die Stage-Eigenproduktion von Anastasia, wo auch groß damit geworben wurde, hey, neueste Videotechnik, neueste Projektion, das ist Mapping. Also wenn sich bewegtes Videomaterial auf möglichst sich bewegende Bühnenelemente projiziert wird und dadurch ganz neue Welten, ganz neue Tiefen entstehen. Beim Starlight Express in Bochum wird das zum Beispiel auch gemacht. Wer sich noch an die Waggon-Wagen-Szene in Anastasia erinnert, die Volksoper Wien hebt das meiner Meinung nach nochmal auf ein neues Level. Da gibt es eine wunderbare Eisenbahnszene, die wirklich realistisch dargestellt ist und auch eine Feuerszene, ein brennendes Haus. Das ist alles ganz heutig wunderbar gemacht. Ja, die Konflikte in der Show sind natürlich Operettenkonflikte, also die Fallhöhen sind nicht besonders groß. Da sind Konflikte, die heute nicht mehr wirklich großen Ärger hervorrufen würden, aber dafür spielt es eben in der Zeit, in der es spielt. Die Bühne ist also tatsächlich mein erster Star der Show, da ist ganz viel fürs Auge und man weiß teilweise nicht, wo man noch überall hingucken soll. Das geht übrigens schon ganz am Anfang los, nach einer kleinen Fußballszene kommen die Fußballer auf die Bühne nach eben geleistetem Fußballspiel. Und die haben da zum Großteil recht wenig an. Und bei einem Darsteller, wir sind ja gerade bei Was fürs Auge, bei einem Darsteller ist es so, dass er wirklich nur ein knappes, pinkes Höschen trägt. Das ist dann auch noch durchgeführt.
durchgeschwitzt. Diese Szene ist definitiv FSK 18, vielleicht auch drüber. Aber wir haben ja drüber gesprochen, was fürs Auge. Und das fand ich, war es definitiv. Zu diesen ganzen Augenweiden spielt eben auch noch ein rund 50-köpfiges Orchester. Und das klingt einfach, da kann ich kein anderes Wort verwenden, unfassbar großartig. Das ist ein satter Klang. Ich habe Reihe 3 gesessen. Das hat Wumms, das hat Rums. Das nimmt mit, das berührt. Es gibt auch viele kleine, spaßige Regieideen. Zum Beispiel, wenn man sich plötzlich in den Straßen Londons befindet und man denkt so, das sieht aber jetzt alles so ein bisschen nach der Geschichte von diesem einen Kindermädchen aus. Wie heißt das nochmal? Und plötzlich, Achtung, Spoiler, schwebt dieses Kindermädchen kurz herein. Da musste ich laut und herzhaft lachen. Ja, es schwebt. Auch die Choreografien sind definitiv was fürs Auge. Da sind ganz tolle, feine Elemente drin. Ein bisschen Bob Fosse, ein bisschen Voguing ist auf einmal da, also Gay Ballroom Dance. Und ich glaube, ich konnte auch ein paar Fortnite-Moves ausmachen. Großartig. Die gesamte Cast des Abends ist schlichtweg exquisit. Ich mag da jetzt stellvertretend mal drei Personen hervorheben. Alles andere würde wirklich den Rahmen sprengen. Natürlich die Titelfigur Roxy, gespielt von Katharina Gorgi, die eben nicht nur ein sogenanntes Triple Threat, also eine Dreifachgefahr darstellt. Wir sprechen von Tanz, Gesang, Schauspiel. Nein, Frau Gorgi ist ein Quadruple Threat, denn sie spielt zusätzlich auch noch die Geige auf der Bühne und das mehrfach. Großartige Leistung. Robert Meyer legt in der Rolle des geizigen Schotten ein komödiantisches Kabinettstückchen hin. Er ist zusätzlich auch noch der Direktor der Volksoper und er weiß ganz genau, wie man sich die Lache abholt. Es ist ein großartiges komödiantisches Timing. Ich habe sehr viel gelacht. Für mich persönlich ganz herausragend an diesem Abend der Leading Man Jörn Felix Alt, den ich zuletzt in Hairspray sehen durfte. Und wenn ich Jörn Felix Alt sehe, dann muss ich immer an einen Disney-Prinzen denken. Das ist wirklich alles so auf den Punkt. Und er bedient in der Rolle des Gyroka eben genau diese altmodischen Operettenklischees. Das hat mir wunderbar gefallen. Insgesamt also ein ganz bezaubernder, wohliger Abend. Hat alles gestimmt. Licht, Ton, Musik, DarstellerInnen etc. etc. Und das Ganze für 90 Euro in Reihe 3 Mitte mit all dem drumherum, von dem ich euch gerade erzählt habe. Ein ganz wunderbarer Einstieg in meinen Geburtstags-Wien-Trip, der natürlich im nächsten Vlog für euch fortgesetzt wird. Nächstes Mal, wahrscheinlich schon nächste Woche, dürft ihr mich in die wunderbare Theatercouch begleiten zur Premiere des Musicals Luna. Und da bin ich nicht allein. Da gehe ich hin mit meinem lieben Ex-Kollegen und Freund Martin Pasching. Den erlebt ihr auch kurz im Gespräch. Ich treffe den großartigen Rory Six, der seines Zeichen nicht nur Musicaldarsteller, unter anderem gerade bei Cats in Wien ist, sondern eben auch der Leiter, der Macher der Theatercouch. Und ich treffe Newcomerin und Luna-Hauptdarstellerin Amelie Polak. Da dürft ihr euch drauf freuen. Das ist eine ganz bezaubernde neue Musical-Darstellerin, die es zu entdecken gilt. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert bitte unbedingt diesen Kanal und sagt es euren FreundInnen weiter und kommentiert mir unter diesem Video. Wann wart ihr zuletzt in Wien? Was habt ihr dort gesehen? Wart ihr schon mal in der Volksoper oder habt ihr gar Roxy schon irgendwo erleben dürfen? Wir sehen uns wieder im nächsten Vlog mit ganz vielen Gästen. Wien Teil 2. Bis dahin gilt wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund. Euer Bergmann. Wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, fleißig zu kommentieren. Und damit du auch in Zukunft bloß nichts verpasst, klick die kleine Glocke oben rechts.